Levatahira Gerestigons Hortlich in Heidi Welkum, der ist eine Bibelbetrachtung. Von der lese ich Johannes 13, der Verse 18, Bad 20. Da sagt er, ich rede nicht von Jun Ola. Ich weiß, wem ich ausgewählt habe. Aber das muss so rankommen, als der Schrift sagt. So gar mein guter Freund, in dem ich vertraue habe, der mein Brot eit, klingt mich mit der Feit. Ich sage ihm dort nun, eier dort passiert dort je, wann dort erst passiert die Leibe, dort ich dort sie. Ich sage ihm die Wahrheit. Der, wer den abnimmt, den ich schick, den nimmt mich ab, und wer mich abnimmt, nimmt den ab, der mich geschickt hat. Ein von den grauten Video, der Jesus in seinem Dienst auf dieser Welt hat, wir, der Betrug von seinen einen Jünger Judas. Wie eine Seele, der verloren ging, und wie Jesus, wie Gott als jeder Seele, der verloren geht, ein großer Schnitt im Hort nennen. Wir können uns nicht verstehen, was das für Jesus bedient hat. Dort kriegt das passiert, dass sein Freund, einer von seinen engsten Freunden, am verliert. Am den Rücken dreht, in Weichung von am. Das sind die Videos, die auch wir in dieser Welt erleben, wenn Menschen wie die Beziehung zu Menschen verlieren. Oder wenn Menschen in der Gemeinschaft von Jesus weichgehen. Liebe Tochter, ich möchte dich einmal froh und Mut machen. Wo ist deine Entscheidung zu Jesus von dir? Wo entscheidest du, Jesus nur zu folgen? Und ich möchte dich Mut machen, diese Entscheidung klar zu machen. Bei Jesus zu bleiben. Und nicht ans Leben oder die Sünde zu drehen, so ist Judas der Teil. Er hat die Gelegenheit, aber irgendwo, wir sind nicht wirklich bei Jesus. Wir sind heute nicht wirklich gebrochen worden in Buße, und haben wir nicht wirklich zu diesen überzeugenden Glauben gekommen. Und Jesus Christus. Und dort merkt, dass er schließlich von Jesus weichtreibt. Vor dem Himmel, wir beten darum, dass wir waren keine trüb bleiben und dass wir waren den, den du geschickt hast, den Sehen Jesus Christus, leben in Ehre, in Notfall und trüb sein. Amen.